unser Brandhaus Digitale Bildung. Wenn Sie jetzt in den letzten anderthalb Tagen gesehen haben, was hier los ist, wie die Schulträger hier reinkommen und sich informieren wollen, was gibt es an Innovationen? Was kann eine Deutsche Telekom dafür tun? Unsere Vorstellung ist, wir versuchen jetzt aufgrund der jetzigen Erkenntnisse mal eine Vorstellung zu entwickeln, wie müsste ein Lehrkräftearbeitsplatz aussehen, wie müsste ein Schülerarbeitsplatz aussehen in den nächsten Jahren und auf der Basis dann auch die Politik zu stellen und den Digitalpakt entsprechend anzupassen. Und die Politik stellt die Weichen, stellt die Mittel bereit, aber es bedarf natürlich der Wirtschaft, das auch umzusetzen. Und dafür gibt es Unternehmen wie die Telekom und auch andere, die genau das machen. Die Deutsche Telekom ist ein super Beispiel dafür, was Unternehmen leisten, Versorgung der Schulen mit entsprechendem Breitband und Ähnlichem. Ich denke, dass ein wichtiger Aspekt beim Thema digitale Bildung das lebenslange Lernen ist. Und da ist natürlich insbesondere der Beitrag der Wirtschaft vonnöten. Die muss definieren, was braucht sie, wie will sie weiterbilden. Es gibt auch Ängste vor der Digitalisierung. Man glaubt, man ist dann vielleicht überflüssig, aber genau das ist eben nicht der Fall. Es wird nie ohne Lehrerinnen gehen. Jetzt bin ich aber super glücklich, dass ich hier auf dieser Messe bin, weil es gibt mir digital persönlich einen Schub. Ich habe so viele Impulse jetzt bekommen. Ich glaube, dass tatsächlich sich an den Schulen in den nächsten Jahren enorm viel verändern wird. Der Prozess ist auch nicht aufhaltsam. Wir müssen jetzt aktuell meines Erachtens ein bisschen dagegen arbeiten, gegen das Missverständnis, dass digitale Bildung sowas ist wie der Ersatz von, sagen wir mal, schlechtem Unterricht durch Abführen von, sagen wir mal, schlechtem Präsenzunterricht. Wir möchten da mit dabei sein. Und es ist einfach toll zu sehen, dass all diese Partner jetzt versuchen, gemeinsam mit uns an einer Lösung zu arbeiten, dass wir den Unterricht zukünftig digitalisieren können. Und dazu ist die Digital X und insbesondere das Brandhaus Digitale Bildung ein absoluter Booster.